Sie sehen einen balkenförmigen Körper unter dem Einfluss einer schräg zur Balkenmittelachse angreifenden Kraft F. Um wie gefordert die Lagerreaktionen berechnen zu können, gehen wir wie folgt vor. Als erstes schneiden wir das System vollständig frei. Dazu müssen wir die Lager bei A sowie bei B freischneiden. Das erledigen wir am besten in einem separaten Freikörperbild. Wir geben uns nun ein Bezugskoordinatensystem vor, schneiden die Lager frei und tragen die Lagerreaktion entsprechend den vorgewählten Achsrichtungen an. Lager A ist ein Festlager, deshalb müssen wir zwei Lagerkomponenten AX sowie AY antragen. Lager B ist ein Loslager, das nur eine Komponente in der Vertikalen aufnehmen kann. Die Reaktionskräfte an den freigeschnittenen Lagerböcken sind für uns uninteressant, weil sie beim weiteren Vorgehen keine zusätzlichen Informationen bieten können. Üblicherweise werden sie erst gar nicht mitgezeichnet. Wir blenden sie deshalb aus. Wir wollen außerdem noch die eingeprägte Kraft F in zwei zu den Bezugsachsen parallele Komponenten zerlegen.